Lange Zeit nicht bekannt war der Umstand, dass Springbrötchen mit zunehmendem Alter immer dunkler werden. Die Pigmentierungsfrequenz ihrer Kruste nimmt ab. Das Kapillarsystem ist nicht mehr in der Lage, eine konstante Bräunungsgradregulierung zu gewährleisten. Insbesondere in den letzten Lebensjahren dunkeln ältere Exemplare deutlich aus. Die Lebenserwartung eines Springbrötchens beträgt durchschnittlich 27 Jahre. Im letzten Jahr nimmt die Altersbräunung nochmals deutlich zu. Durch sie ist nicht mehr feststellbar, ob es sich bei einem Exemplar um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Auch ein Ablesen des Gesichtsausdrucks, ansonsten treffsicheres Mittel zur Geschlechtsbestimmung, ist bei älteren Springbrötchen nicht mehr möglich. Sie sind in erster Linie einfach nur alt. Auch andere Körperfunktionen werden bei so alten Springbrötchen in Mitleidenschaft gezogen. Mit 27 Jahren haben die Tiere einen Großteil ihrer bisherigen Kräfte verloren, neigen zu langweiligem Verhalten und verlieren das Interesse an ihrer Umwelt. Sie schleppen sich so durch den Tag. Auch die Sprungkraft hat enorm abgenommen. Zumeist schaffen sie nur noch kleine Hüpfer, was auch ihr Nahrungsspektrum extrem eingrenzt. Und die Senioren müssen stets darauf achten, dass sie bei ihren Sprüngen richtig herum aufkommen. Wer im hohen Alter von 27 Jahren auf dem Rücken landet, der kommt nicht mehr so einfach auf die Füße. Als Jungtiere sind Springbrötchen überaus ausdauernd und extrem durchtrainiert. Sprünge bis zu mehreren hundert Metern sind keine Seltenheit. Durchtrainierte Killermaschinen. Diesen Fitnesszustand halten sie bis kurz vor Ende ihres Lebens aufrecht. Erst mit der Phase der Altersbräunung setzt der Verfall ein. Zumeist sterben die überalterten Springbrötchen jedoch nicht an den Alterserscheinungen selbst. Es sind die Herausforderungen des Lebens, die alte Springbrötchen nicht mehr bewältigen können. Was früher leicht von der Hand ging, wird plötzlich zur lebensbedrohlichen Gefahr. So reagiert der Körper eines Springbrötchens im Alter nicht mehr so flexibel wie früher. Werden Sprünge von den Senioren zu hoch angesetzt, kann das Gewebe dem Schlag des Aufpralls nur noch wenig entgegensetzen. Kein schöner Tod. Oder dieses 27-jährige Exemplar. Sichtlich ermüdet, schleppt es sich durch die russische Tundra. Es sucht nach Marzipankartoffeln oder Ingwerfröschen, also nach Beutetieren, die es auch in seinem Zustand noch erlegen könnte. Das alte Springbrötchen hat bereits Witterung aufgenommen, da steht es unvermittelt vor einem neuen Problem. Dieser reißende Fluss durchkreuzt sein Jagdgebiet. Den gilt es zu überwinden. Und die Absprungposition liegt sehr hoch. Früher hätte das Springbrötchen ein solches Hindernis mit einem beiläufigen Sprung überwunden. Durch die nachlassenden Kräfte des Alters jedoch weiß es um die Herausforderung, die jetzt auf ihn wartet. Aber es muss die andere Seite erreichen, sonst wird es nichts zu fressen bekommen. Konzentration. In einer fast meditativ anmutenden Vorbereitungsstarre bereitet sich der Nager auf den Sprung vor. Leider funktioniert die Koordination von Körper und Geist im hohen Alter von 27 Jahren nur noch sehr eingeschränkt. So auch hier. Das genaue Timing der Bewegungsabläufe beim Absprung ist von großer Wichtigkeit. Jeder noch so kleine Fehler wird bestraft. Zu kurz angesetzt. Jetzt heißt es schnell reagieren.
Das Springbrötchen muss das Wasser schnellstens wieder verlassen. Die durch seine Altersbräunung veränderte Gewebestruktur saugt die Flüssigkeit auf wie ein Schwamm. Mit jeder Sekunde fallen die Bewegungen schwerer. Verzweifelt kämpft das Springbrötchen gegen die Strömung. Es versucht freizukommen, aber das Gewicht des Wassers zieht ihn nach unten. Mit letzten Reserven versucht der Nager, reflexartig das Wasser abzuschütteln, aber es ist zu spät. Mehr und mehr saugt sich das Gewebe des Springbrötchens mit Wasser voll. Zu diesem Zeitpunkt dürfte das Tier bereits das Bewusstsein verloren haben. Aber nur noch selten kann man beobachten, wie Springbrötchen in einem so biblisch hohen Alter aus dem Leben treten. Wilderei und Klimawandel sorgen oftmals dafür, dass die Tiere erst gar nicht so alt werden. Genießen wir also die Bilder, solange es noch möglich ist.